Inazuma 11. Hallo Leute und willkommen zu meinem neuen Let's Play Projekt und zwar Inazuma 11. Ja, ihr habt vielleicht bemerkt, dass ich in der letzten Zeit nichts hochgeladen habe und das ist so, denn ich hatte ein Problem mit Skype. Mit YouTube. Ich konnte nichts hochladen, also ich hatte irgendwie einen Fehler. Und deswegen wird auch sich ein bisschen was auf meinem Kanal verändern, denn ich werde Sonic Chronicles, die dunkle Bruderschaft, abbrechen und dafür aber zwei neue Projekte anstreben. Und mein erstes Projekt wird Inazuma 11 sein, auf dem wir ein neues Spiel anfangen. Oh yeah. Mein Name. So. Okay. Die Handlung dieses Spiels ist frei erfunden. Jede Ähnlichkeit zum Real, existieren, Person, Ereignis oder Organisation ist rein zufällig. In diesem Spiel dargestellte Trainingsmethoden und Spezialtechniken sind frei erfunden. Bitte versuche nicht, sie nachzuahmen. Kommt schon, Trainingszeit. So, da sind wir auch schon mitten im Spiel nach einer Sequenz. Training? Klar, Training für das nächste Spiel. Hör mal, Mark, wir sind doch gar nicht genug Spieler für ein Spiel. Oh yeah. Ich werde gucken, ob das laut genug ist, wenn die Charakter selber sprechen, sonst werde ich im nächsten Part das selber nochmal nachlesen, die Texte. Wer sagt überhaupt, dass man immer Fußball spielen muss, bloß weil man im Fußballclub ist? Genau, lasst uns lieber ein schönes Filmchen anschauen. Aber ihr spielt doch auch alle gern Fußball, oder? Wieso will Mark eigentlich immer trainieren? Vielleicht hat er einfach nur was Falsches gegessen. Und überhaupt, die lassen uns den Platz auch sowieso nicht benutzen. Soll unser Club nicht sowieso bald aufgelöst werden? Da lohnt es sich doch gar nicht, jetzt noch was anzufangen. Das hört sich ja nicht gut an, wenn der Club aufgelöst wird. So kann das echt nicht weitergehen, aber gut, dann fange ich erstmal alleine an. Wäre ja schon, wenn wenigstens heute der Platz frei wäre. Am besten, ich gehe erstmal hin und sehe nach. Gehe zum Platz zum Trainieren. Oh ja, aber erstmal System, die Einstellung umstellen und zwar. So, dass ich den B-Knopf drücke, dass ich, genau, dass ich dann gehe und dann speichern wir. Ja, mein Speicherstand, den ich selber gemacht habe, ja, ist es nicht blind, ich habe schon durchgespielt, den speichern wir jetzt. Denn ich bin sehr zuversichtlich in diesem neuen Projekt. Yay, und auf zum Platz. Hey, warte mal, Moment. Wo willst du überhaupt so eilig hin? Na, egal, hör zu, ich verrate dir ein Trick zum Leben an der Raimund. Zunächst einmal ein paar Tipps zum B-Knopf.
Wenn du dir beim Laufen drückst, hältst du, kommst du viel schneller voran. Drücke doch auch einmal den X-Knopf, um dein Menü zu öffnen und sieh dir unter System und Einstellungen an. Dort kannst du die Einstellung für den B-Knopf ändern. Hast du nach dem Öffnen des Menüs bereits schon die Option Speichern gesehen? Du kannst dein ganzes bisheriges Abenteuer speichern, wenn du Speichern berührst. Das verwendest du zum Beispiel, wenn du mal eine kurze Pause einlegen willst. Und gib dazu, dass jetzt sprich mich auch in Zukunft an, wenn wir uns sehen, denn einen oder anderen Tipps habe ich immer noch für dich. Okay, Tipps sind immer nützlich. Da ist der Fußballplatz. Ob der Platz wohl frei ist? Glück gehabt, heute ist er wohl tatsächlich frei. Da kann ich ja vielleicht zum ersten Mal seit langem wieder richtig trainieren. Oh hey Mark, immer noch mit voller Kraft beim Training? Du aber auch anscheinend auch, Nathan. Ein kleiner Lauf übers Schulgelände? Und im Leichtathletikclub gibt's anscheinend auch genug neue Mitglieder. Ja schon, aber es sind auch eine Menge schräge Typen unter den Neulingen. Echt verrückt. Und du, heute wieder ganz alleine? Wie wär's? Soll ich dir ein paar Pässe zuspielen? Im Ernst, hey, das wäre toll. Klasse. Ehrlich, Nathan. Ey, was soll das? Der Leichtathletikclub trainiert jetzt im Fußballclub? Na, das ist doch wirklich ein Hingucker. Was sollen die auch sonst machen? Der Fußballclub hat doch kaum Mitglieder, die richtig trainieren. Da sind die Spieler schon auf Mitleid mit anderen Clubs angewiesen. Was? Pass auf, was du sagst. Es sind genug Übungen, die man auch alleine machen kann. Ich habe schließlich die geheimen Trainingsnotizen von meinem Großvater. Hahaha, was redet der da? Immer, verzieh dich ganz einfach, ja? Sonst machen wir dir Beine. Hey, was soll das? Gib sofort den Ball wieder. Wie du willst, den Ball, dann hol ihn dir doch, du Fußballpfeife. Was? Was ist doch... Ich werde euch gleich zeigen, wer hier eine Pfeife ist. Ich fürchte, ihr habt ein wenig übertrieben, Jungs. Wenn du gegen die Kerle spielst, spiele ich dein Team ab. Nathan, Mark, wir sind natürlich auch dabei. Danke, vielen Dank. Ihr kommt echt wie gerufen. Alles klar, dann spielen wir auch mit 4 Leuten. Auf geht's. Okay. Touch bereit? Ja, das ist ein Spiel, was man mit dem Touchscreen spielen muss. Oh ja. 4 versus 4. Los. Die Steuerung. Man kann mit dem einzelnen Tasten oder man macht es mit dem Touchscreen und tippt die ganze Zeit rum und schießt. Aber das werden wir alles sehen. So, zack, zack und gewonnen. Ohne dass ich richtig was machen musste. Cool, ehrlich. Okay, wir haben Marcus Level Up, Nathan Level Up, Nils Level Up und bei ihm weiß ich jetzt gar nicht den Namen. Tja, so ist das. Fortbewegung, RPG. Im RPG-Teil kannst du dich mit Hilfe von Touchpen oder Steuerkreuz fortbewegen. Laufe mit Touchpen RPG, berühre den Touchpen den Touchscreen und führe ihn in die Richtung, in die du laufen willst. Reden und untersuchen. Berühre Personen, Gegenstände in deiner Nähe, um ihnen zu reden oder sie zu untersuchen. Zusammenfassung: Beim Fußballspielen steuerst du die Spieler mit dem Touchpen. Im RPG-Teil steuerst du mit Touchpen oder Steuerkreuz. Wähle die Steuerungsmethode, die dir am liebsten gefällt. Übung mit dem Meister. Ich hatte sowieso keine Lust mehr mit Jammerlappen wie dir meine Zeit zu vertrödeln. Heute ist hier jedenfalls Training für den Rugby-Club eingetragen. Also mach die Fliege klar. Ein Mann Fußball? Das ist ja lächerlich. Geht doch einfach wieder in eure verlassenen Clubhaus und spielt mit den anderen Kindern. Okay, pass auf, ich sag's dir nicht noch einmal. Ganz ruhig, Marc. Anscheinend haben die Jungs den Platz hier wirklich für einiges Training reserviert. Wenn wir hier weiter Ärger machen, kriegen wir am Ende selbst welchen.
Mark. Nathan hat ganz recht, gehen wir, sonst kriegen wir den Platz Dennis gar nicht mehr. Oh, wenn das nicht deine Managerin ist, jetzt ist Bürschen sicher froh, dass das nette Mädchen ihm hilft. Jedenfalls, hau ab jetzt, du startest beim Training. Mark, alles klar? Sei nicht böse, Mark, aber wir müssen jetzt auch mal weiter trainieren. Schon in Ordnung, jedenfalls danke für deine Hilfe, Nathan. Kein Problem, Mark, und lass dich bloß nicht unterkriegen. Schon klar. Alleine kann ich den Platz wohl kaum benutzen. Heute muss ich also wieder ohne Trainingsplatz auskommen. Na gut, dann drehe ich mal halt ein paar Runden um den Platz. Mark, jetzt mach nicht so ein Gesicht. Ich würde die anderen ja mitnehmen. Würden die anderen mal mitmachen, könnten wir sicher auf dem Platz. Dann könnten wir die Übung aus meinem Notizbuch machen und alle zusammen besser werden. Dann könnten wir auch am Football Frontier Turnier teilnehmen. Beim Football Frontier Turnier gewinnen und landesweite Nummer 1 werden. Das ist mein Traum. Na gut, Mark, dann sollten wir diesen Traum wohl auf jeden Fall wahr werden lassen. Auf jeden Fall. Und ich laufe jetzt erstmal ein paar Runden. Alles in Ordnung? Ja, schon. Was war das denn für einer? Vielleicht war das dieser Axel Blaze. Axel Blaze? Oh, er ist ein bekannter Fußballer. Ich glaube, er hat schon mal an der Football Frontier teilgenommen. Alle sagen, er war ein toller Stürmer. Aber was macht er hier? Kommt er jetzt etwa an unsere Schule? Was? Das wäre ja fantastisch. Ob er denn auch zu uns in den Club kommt? Wer weiß das schon? Na, ganz unmöglich wäre es sicher nicht. Oh Mann, unglaublich. Ein Spieler, der an der Football Frontier teilgenommen hat. Wie der wohl Fußball spielt. Du bist ja ganz aufgeregt, Mark. Na logisch. Ich frage ihn am besten gleich, ob er bei uns mitmacht. Wo ist er denn hin? Hey, Mark! Steve, was machst du denn hier? Ist irgendwas? Herr Wintersea hat gesagt, wir sollen alle ins Clubhaus kommen. Er möchte uns was Wichtiges mitteilen. Vielleicht will er uns ja sagen, dass dieser Axel Blaze ab sofort bei uns im Team ist. Ja, das wird's wohl sein. Ganz bestimmt. Obwohl... Vielleicht will er auch ankündigen, dass der Club aufgelöst wird. Unsinn! Wieso sollten Sie das ausgerechnet jetzt tun? Ja, stimmt. Auf jeden Fall sollten wir erstmal zurück zum Clubhaus gehen. Auf ins Clubhaus ist unser neues Ziel. Oh yeah! Aber das war's auch leider für den ersten Part wieder schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass mein neues Let's Play Projekt, was auf meinem Kanal erscheinen wird. Und wenn nicht, dann schaut doch bei meinem anderen Projekt rein. Naja, bis dann, euer Sekuso. Schaut rein!